Wiedersehen macht Freude. Unser Coach Martin Schröder und Norderstedt-Trainer Olufemi Smith kennen sich und hatten schon vor dem Spiel gut lachen. Kinn hoch und Brust raus, indes bei Julian Rüh. Der 20-Jährige führte unseren Greifswalder FC bei diesem Test erstmals als Kapitän aufs Feld. Das Team mit 21,45 Jahren im Schnitt stark verjüngt und nur 2 Minuten nach Anpfiff schon in der Bedrängnis. Eine scharfe Flanke von rechts und Jannes Fahr fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Unglücklich, aber kein Beinbruch. Unsere Jungs waren wenig später voll im Spiel und hellwach. Bleon Salihu hat hier den richtigen Riecher. Der Amerikaner immer wieder sehr agil, hier aber noch zu schwach im Abschluss. Petersen Appia hätte den Ball auch gerne gehabt, sollte aber nur wenig später selbst die Chance bekommen, sich zu beweisen. Gut durchgesteckt von Lovro Sindik, aber auch Appi bekommt keinen Wumms hinter den Ball. Appia bekam erneut den Vorzug vor Michael Scavuzzo in der Startelf. Wedemir Jovanovic, Lukas Knechtel und Ronny Gabuszewski fehlten hingegen noch immer angeschlagen. Dafür durfte Jojo Richardson erstmals ran. Der Einsatz stimmte. Bleon Salihu mit der wichtigen Grätsche und der nötigen Ruhe. Mike Bütterich dann mit der Übersicht für Jannes Fahr. Seine Chance, der Schlusspunkt einer guten ersten Hälfte unseres GFC, die dennoch mit einem 0:1 Rückstand endete. Das Problem, so Trainer Martin Schröder, war in der ersten Hälfte, dass die Chancen nicht sauber zu Ende gespielt und die Box nicht gut genug besetzt wurde. Daran wolle er mit dem Team noch weiter arbeiten. Ansonsten war auch er völlig einverstanden mit unserer Leistung beim Regionalligisten. Zur zweiten Hälfte kam dann Michael Scavuzzo für Peterson Appia ins Spiel. Zunächst aber wieder Norderstedt und wie schon in Hälfte 1 das frühe Gegentor. Vermeidbar. Wenn nicht aus dem Spiel heraus, dann ja vielleicht über Standards. Lovro Sindik findet Julian Rüh, aber unser Leuchtturm kommt nicht ganz ran. Ihn ärgert das mit Sicherheit am meisten. Okay, komm zurück! Knapp eine Viertelstunde vor Ende sollten dann Fatlint Memay und Tom Zastro nochmal neuen Schwung in die Partie bringen. Aber wir sehen schon, bevor sie den Platz betreten, ärgern sie sich. Was war passiert? Ein Abschlag von Mika Schneider entwickelt sich zum Boomerang, kommt schnurstracks zurück und Michael Schukwuemeka Ikwe durch die Hosenträger von Mika. Eine Hütte wollten unsere Jungs aber noch machen. Die Ecke von Lovro findet den Capitano, aber wieder nicht aufs Tor. Ja, hey, schieb ich schon wieder mal. Der Kopfball von Julian Rüh war die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Wenig später war dann Feierabend. Unsere Jungs unterliegen dem FC Eintracht Norderstedt mit 0:3, zeigten gegen den Regionalligisten aber dennoch eine ansprechende Leistung und bewiesen über weite Strecken, dass sie das hohe Tempo mitgehen können.